Wenn das seelische Gleichgewicht durch eine negative Erfahrung ins Ungleichgewicht geraten ist und ich eine Schwere erlebe, ist es hilfreich, schöne, positive Erfahrungen, Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und Kreativität in die andere Waagschale zu legen, sodass langsam mein seelisches Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Dafür habe ich als Beispiel diese Püppchen gewählt. Sie sind aus einfachen Stoffresten hergestellt. Und bisher ist es jedem gelungen, so ein Püppchen zu machen. Sie sind gänzlich ohne Nähen und von daher einfach zu machen, auch mit größeren Gruppen bis zu 20 Menschen. Es braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl und Geschick. Von daher würde ich sagen, Kinder ab 8 oder 9 Jahre sind selber in der Lage. Ansonsten machen Erwachsene das für Kinder oder eben, um es in Puppenspielen als Figuren einzusetzen. Jetzt zeige ich, wie sie hergestellt werden. Man braucht dazu 3 verschiedene Stoffqualitäten. Zum einen Quadrate, die Blusen und Köpfe werden. Dann einen festeren Stoff, der stabil ist, um die Röcke oder Hosen zu machen. Und dann feinere, kleinere Stoffreste, für die Tücher und Kopfbedeckungen. Jeder Teilnehmer darf sich dann aussuchen, eine Stofffarbe für den Oberkörper und wählt sich dann eine Farbe für den Rock. Dieser wird dann in der gleichen Größe zurechtgeschnitten wie das Oberteil. Wir beginnen nun mit dem Oberteil. Dazu nehmen wir ein bisschen Watte oder in dem Fall Rohwolle vom Schaf und wickeln eine Kugel für den Kopf. Die kommt dann hier in die Mitte. Dann bereite ich mir schon vor einen Faden, um das abzubinden. Jetzt muss ich darauf achten, dass die 4 Ecken alle gleich lang sind. Das ist wichtig. Wenn ich das Köpfchen abbinde, und da schaue ich, dass das schön rund wird. Und fixiere das mit einem Doppelknoten. Kann gleich die Fäden etwas kürzer machen, dass die mir nicht mehr im Weg sind. So. Nun werden als nächster Schritt die Hände gemacht und die Arme. Als Vorbereitung lege ich es mir in ein Dreieck und suche als nächsten Schritt diesen Faden raus, der sozusagen die Hände macht, der irgendwie farblich mir gefällt zu meiner Rockfarbe. Davon bereite ich mir schon 2 Fäden vor. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Falte ich die Spitze erst ein Stück rein, lege dann wie ein Dach rechts und links den Stoff in die Mitte und klappe dieses dann zusammen. Jetzt habe ich das Ärmchen. Und von der Länge her, das ist jetzt fast ein bisschen lang, ist es so, dass die Hände gerade über den Kopf ragen sollen. Und jetzt binde ich die Hand mit meinem bereitliegenden Faden ab und mache wieder einen Doppelknoten. Soweit erkennt man schon, was es werden kann. Als nächstes kommt das zweite Quadrat und es beginnt erstmal ähnlich. Ich nehme mir einen Faden, ist egal welche Farbe, um den Bauch zu binden. Und ebenso mache ich mir wieder in den Bauch eine Wollkugel, die erstaunlicherweise nicht größer sein darf als der Kopf.
Die lege ich wieder genau in die Mitte. Schau, dass die Zipfel gleich lang sind. Und verknote es wieder. So. Ach ja, ich nehme einen dunkelblauen Faden für den Gürtel. Jetzt lege ich die Bluse hier oben drüber. Und bevor ich den Gürtel rumlege, schaue ich jetzt sehr gut, wie ich das greife, dass die Händchen und die Arme schön sind. So, das Blüschen wird schön glatt gezogen. Da lasse ich mir gerne Zeit. Jetzt kommt der Gürtel drumherum. Jetzt wird hier unten abgeschnitten, damit sie eine bessere Standfläche kriegt. Und zwar fange ich jetzt nicht an, im Kreis zu schneiden, sondern ich nehme sie eigentlich so, wie die Falten fallen und schneide dann hier ab. Ha, schon kann sie stehen. Jetzt kann ich zwischen drei Varianten überlegen. Entweder ich lasse die Bluse wie bei diesen beiden Modellen einfach so spitz, wie sie ist. Oder ich mache sie rund, wie bei diesen beiden, so ein bisschen wie eine Schürze. Oder ich schneide sie so als Blüschen gerade ab. Hier mache ich es ein bisschen rund. Was natürlich auch kulturell unterschiedlich sein kann. Jetzt fehlt nur noch die Kopfbedeckung. Bei den Kursen lasse ich diesen feinen Stoff für die Kopfbedeckungen immer erstmal noch mal zur Seite, weil sonst wird da zu schnell schon mal gegriffen, um den Rock zu machen und dann können sie nicht stehen. Von daher kommen jetzt die feinen Stoffe. Ich glaube, ich nehme diesen hier. Und habe eine Pappschablone vorbereitet mit einem Dreieck, was ein bisschen kleiner ist als die Hälfte des Quadrates von Rock und Leib. Jetzt kann ich das Kopftuch entweder vorne über Kreuz machen und hinten knoten oder wie bei dieser Figur nur hinten knoten oder eine ganz andere Technik wählen. Das ist wieder je nach Kultur und Geschmack unterschiedlich. So, die Dame wäre fertig. Ich will jetzt noch in Anfängen zeigen, wie man einen Jungen machen kann mit Hose. Und hier sieht man ein Kind, das ist ganz schlicht gemacht. Einfach nur einmal geknotet und unten ein bisschen abgeschnitten. Um eine Hose herzustellen, nimmt man wieder einen sehr stabilen Stoff und macht ebenso ein Quadrat. Der würde jetzt zu diesem dunkelhäutigen Jungen passen. Und das Quadrat, genau. Ich muss mir schon gleich wieder vorbereiten, welche Farben, Fäden ich brauche. Brauche ich drei Fäden zum Abbinden. Die Hose wird gerollt. So. Wenn der Stoff jetzt nicht so dick ist wie dieser, dann nehme ich einfach zwei verschiedene Stoffe, auch von den dickeren, und roll die ineinander. Dann habe ich natürlich dickere Hosenbeine. Die werden dann einmal geknickt, mit einem Band abgebunden.
Und das wird dann auf die gleiche Art eben in so einen angefangenen Leib und Kopf mit einem Gürtel verbunden.